Also das Wasser, das ist so 4,70 Meter ins Haus reingeschlagen. Hat natürlich auch Baumstämme und Wohnwagen sowie Autos mit sich gezogen. Diese Region wird nie wieder so sein, wie sie vorher war. Das ist einfach unmöglich. Wir hatten alles, es war alles da, die Möglichkeit. Und jetzt hoffen wir, dass das wiederkommt. Es wird nicht mehr in diesem Zustand sein, denn die Erinnerungen an viele Sachen, die sind weg. Also im Moment sieht es hier teilweise aus wie eine Geisterstadt. Teilweise sieht es hier aus wie ein Neubaugebiet ohne jegliche Emotionen. Alles plane Flächen, kein Grün, kein Bäume mehr. Ein Kunde von mir hat heute auch noch gesagt, er schaut aus dem Fenster und erkennt seine Umgebung nicht mehr. Ich möchte einerseits wieder zurück. Wir werden auch zurückkommen. Aber andererseits habe ich auch Angst vor dieser neuen Umgebung. Wie sieht es in der Nachbarschaft aus? Da fallen bestimmt noch einige Häuser, die abgerissen werden müssen. Ja, auch 9 Monate nach der Katastrophe sind die Häuser zum großen Teil noch nicht wieder bewohnbar. Das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Zum einen die Trocknungsphase wegen der hohen Feuchtigkeit, zum anderen sind nicht so viele Handwerksbetriebe gleichzeitig verfügbar. Und weiter gab es Materialengpässe. Und ich gehe davon aus, dass die Wiederherstellung der meisten Häuser bis Ende des Jahres dauern wird. Durch die Flut ist ja viel Eigentum innerhalb weniger Stunden zum Müll geworden. Und der Müll ist weg. Das Flussbett ist wieder funktionstüchtig. Das sind ganz wichtige Schritte. Einerseits denke ich, mein Gott, ist da noch gar nicht viel passiert, bis auf Trocknung. Aber unsere Heizungsbauer haben jetzt auch ihre Arbeit begonnen. Und dadurch sieht man schon ein bisschen mehr, dass ja, das Haus in Arbeit ist und das, was passiert, es geht in die richtige Richtung. Ich kann mal sagen, das geht gut. Ja, und jetzt nach der Trockenphase hat der Bauleiter dann gesagt, so, jetzt können wir anfangen. Man sieht das Licht am Ende des Tunnels und denkt dann, ach, Ende des Jahres eventuell. Also wir sind viel enger aneinander gerückt. Wir sind nicht nur die, die etwas abgesichert haben. Wir sind die jetzt begleiten. Also wir sind noch mehr in eine Familie aufgenommen werden, würde ich schon fast sagen. Die Gespräche sind auch auf eine ganz andere Ebene im Moment. Es ist nicht mehr das Angebot und Erläuterungsgespräch, sondern es ist wirklich das Gespräch zwischen Freunden, wo Probleme auf den Tisch kommen, die wir gemeinsam versuchen zu lösen. Diese Katastrophe hat vieles zerstört. Bringt aber auch wieder Chancen. Also es wird hier sich was verändern. Das habe ich auch erst 1-2 Wochen nach der Katastrophe verstanden, dass der Ort nicht mehr der gleiche sein wird. Es wird sich vieles verändern. Und diese Chancen sollte man nutzen. Und hier wird begonnen damit.